Wer kennt ihn nicht? Den wohl bekanntesten Lacher der TV-Geschichte. Ganz klar, dabei handelt es sich um Hollywood-Star Roseanne Barr in der gleichnamigen TV-Sitcom Roseanne, durch die Barr zum Weltstar wurde. Aber alles der Reihe nach. Was viele nicht wissen, bevor Roseanne berühmt wurde, musste sie durch die Hölle gehen. So erzählt sie, dass sie von ihren Eltern sexuell und psychisch misshandelt worden sei. Im Alter von 16 Jahren hatte sie einen schweren Autounfall, den sie nur knapp überlebte. Mit 18 wurde Barr schwanger und gab das Kind zur Adoption frei. Das Tragische? Sie wollte das Kind behalten, hatte aber nicht die finanziellen Mittel dazu und keine soziale Festigkeit in ihrem Leben. Nachdem Barr ein Star wurde, wagte ein Journalist das Unmögliche und machte ihre Tochter ausfindig. Es kam sogar zum Kontakt der beiden. Dem People Magazine sagte sie dazu: Sie ist ein wirklich cooles Kind und ich habe viel von mir in ihr gesehen. Um ihrer Misere zu entfliehen, wollte sie den Sprung in schillernde Showbiz schaffen. Bereits in den späten 1970er Jahren machte die in Salt Lake City geborene US-Amerikanerin in kleinen Bars und Clubs durch Stand-up-Comedy auf sich aufmerksam. Durch ihre Schlagfertigkeit und unverwechselbaren Sarkasmus wurde sie schnell zu einer Größe in der Comedy-Szene. Bereits in den 80er Jahren kam ihr Durchbruch in der gleichnamigen Serie Roseanne, für die Barr auch mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Die Serie brachte aber nicht nur hohe Einschaltquoten, sondern auch Weltberühmtheit. Talkshow-Moderatorin, Welttourneen als Comedian, erfolgreiche Buchautorin. Roseannes Karriere war nicht aufzuhalten, bevor sie sie selbst zerstörte. Roseannes kontroverse Aussagen brachten sie immer wieder in Schwierigkeiten. Den Vogel abgeschossen hatte Barr 2018, als sie in einem Twitter-Beitrag eine Mitarbeiterin des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama rassistisch beleidigte. Sie twitterte: Hätten die Muslimbruderschaft und Planet der Affen ein Baby, würde es aussehen wie Valerie Jarrett. Das ist auch der Grund, warum das Spin-off zu Roseanne, The Conners, ohne ihre Beteiligung fortgeführt wurde. Ihre Karriere gleichte von da an einer Achterbahnfahrt. Denn obwohl die Zuseher sie liebten, war sie für die TV-Sender oft nicht mehr tragbar. Zuletzt sorgte die 70-Jährige in einem Videopodcast mit Aussagen zum Holocaust für Furore. Und diese waren mehr als irritierend. Sie sagte: Und im Holocaust ist auch niemand gestorben, das ist die Wahrheit. Es sollte passieren. 6 Millionen Juden sollten auf der Stelle sterben, weil sie alle Probleme der Welt verursachten. Aber es ist nie passiert. Dann merkte der Roseanne-Star an, selbst zu 100% jüdisch zu sein. Vielleicht Zeit, sich in den Ruhestand zu begeben? Roseanne denkt gar nicht daran. Obwohl sie in Hollywood mittlerweile persona non grata ist, hat sie trotzdem ein neues TV-Zuhause gefunden. Der eher rechts positionierte Sender Fox Nation gibt ihr seit vergangenem Jahr eine regelmäßige Plattform für Comedy-Specials. An den ehemaligen Erfolg kann sie damit aber nicht anschließen. Und wir bezweifeln, dass sie das noch schaffen wird.